Im Rahmen des 16. Sachsen-Anhalt-Tages hatte der Verein Helfende Hände zu einem Frühstück der besonderen Art geladen. Am Sonntag öffneten sich die Türen des Rathauscenters zum großen Benefiz-Frühstücksbuffet. Die Helfenden Hände engagieren sich im Besonderen für Kinder aus problembehaftetem Umfeld. Da lag es nahe, an einem Tag, an dem unzählige Menschen durch die Innenstadt von Dessau-Roßlau pilgern, auch eine Spendenaktion zu starten. Selbst der Ministerpräsident des Landes, Rainer Haseloff, schaute vorbei, um sich für den langen Sachsen-Anhalt-Festsonntag zu stärken und freute sich über den gelungenen Start in den Tag. Das ist ein wunderbarer Start. So könnte man sich das jeden Sonntag vorstellen mit vielen, vielen netten Menschen zusammen hier im Rathauscenter. Und auch die Intention, nämlich helfende Hände mit entsprechenden Geldern zu versorgen, damit soziale Projekte gemacht werden können. Das ist also eine gute Sache und ich danke ausdrücklich allen Vereinsvorständen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Helfende Hände, aber auch dem Rathauscenter, was dieses gesamte Ambiente zur Verfügung gestellt hat, den Leopoldsverein und auch der Sparkasse, also allen, die sich hier wirklich engagiert haben. Das ist eine ganz tolle Sache. Das Engagement der vielen fleißigen Helfer im sozialen Bereich lobte der Ministerpräsident und sagte: Wir wissen, dass natürlich der Sozialstaat vieles organisieren kann, aber es gibt immer so kleine Bereiche und Nischen, wo junge Menschen und auch heranwachsende Menschen eben doch nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Und Helfende Hände soll genau diese Chancen mit erschließen helfen. Und dazu braucht man natürlich auch finanzielle Mittel. Reichen manchmal einige 100 Euro manchmal, um ein Projekt in Gang zu setzen. Und so wie ich gehört habe, ist die Spendenbereitschaft bisher sehr, sehr gut, weil auch viele Sponsoren bereit waren, von Rotkäppchen angefangen bis hin auch zu vielen, vielen Dessauer Firmen, die sich hier mit eingebracht haben, bis hin in die Tombola. Im Übrigen hatte der Ministerpräsident auch 10 Lose gekauft, verriet aber, dass er nicht einen Preis gewonnen hätte. Der Verein Helfende Hände wurde im November 2010 gegründet. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern aus sozial schwachen und benachteiligten Familien zu unterstützen und zu fördern. So soll der Kreislauf von Armut und mangelnder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nachhaltig durchbrochen und perspektivisch eine neue Lebensqualität für diese Zielgruppe geschaffen werden. Viel ehrenamtliches Engagement gehört dazu und das mit dem Beruf zu vereinbaren ist schwer. Es fällt manchmal sehr schwer und manchmal geht auch ein Samstag mit drauf und es gehen viele, viele Abende mit drauf, insbesondere für die Organisation dieses tollen Events heute Abend, heute Morgen natürlich. Und ich bin aber gern heute Morgen kurz vor 5 aufgestanden und bin hergekommen. Das ist so eine Belohnung, so eine wunderbare Belohnung hier zu sein, dann den Kinderchor zu hören, das Saxophonquartett zu hören und die tollen Menschen hier zu sehen, die alle Geld spenden, nur für Kinder, ist das nicht toll? Verschiedene Projekte haben die Helfenden Hände schon realisieren können. So fuhren im vergangenen Sommer 100 Kinder zu besonders günstigen Konditionen in ein Feriencamp. Auch in diesem Jahr sind noch einige Aktivitäten geplant, weiß Pregel. Der Verein Helfende Hände kümmert sich ja um Kinder, die aus schwierigen Familienverhältnissen insbesondere kommen. Und wir geben das Geld eigentlich dafür aus, dass die Kinder lernen, in bestimmte gute Verhältnisse reinzukommen, indem wir zum Beispiel Ferienlager organisieren und die dort ganz toll betreuen, ganz eng betreuen. Wir haben also mehrere Durchgänge Sommerferienlager, wir haben Winterlager, wir werden ab dem nächsten Halbjahr jetzt noch eine Schulunterstützung anbieten dabei. Also wir machen ganz viele Dinge. Wir zeigen zum Beispiel auch, wie man richtig kocht, weil das oft leider die Kinder aus ihren Familien gar nicht kennen. Und mit guten Nachrichten konnte der Verein Helfende Hände dann am Dienstag auch an die Öffentlichkeit gehen. Immerhin kamen mit den Aktionen des Rathauscenters der letzten Woche rund 4.000 Euro zusammen. Und dafür lohnt sich das frühe Aufstehen im Land der Frühaufsteher allemal.